schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ich hier sein kann. Ich bin echt froh. Also ich mache es jetzt zum zweiten Mal hier. Und ja, es war so eine Idee, die eigentlich im Herbst schon gewachsen ist, aber einfach dann noch gebraucht hat, bis es wirklich dann stattfinden konnte. Da sind auch Decken, wenn du magst. Also da die braune, die dunkelbraune. Nee, ich setze mich lieber hier in der Schule, so wackelig. Genau. Ja, und ich wusste gar nicht so recht, was mich jetzt heute auch selber hier erwartet und wie ich mich fühlen werde, wenn ich jetzt hier stehe. Es geht eigentlich ganz gut, aber ich merke selber, ich bin auch so ein bisschen wackelig. Ich erlebe gerade persönlich auch ein bisschen eine herausfordernde Zeit. Und ja. Ich glaube, das Wackelige liegt einfach in der Luft heute. Das auch noch dazu. Ich glaube, das ist einfach heute so. Ja. Das kommt natürlich noch vor. Hinzu. Das, ja, ja. Jetzt das so. Auf jeden Fall. Aber mein eigenes ist es auch auf jeden Fall. Aber das ist auch okay, das darf ja auch sein. Und ja, ich hatte mir im Vorfeld auch überlegt, was ich jetzt so spielen will. Und fang einfach mal mit etwas an. Und ich muss zwischendurch immer wieder ein bisschen stimmen, weil wenn ich draußen bin, dann macht es immer wieder irgendwie krrrk und dann klingt es komisch. Ich finde es sowieso toll, dass du bei der Kälte überhaupt spielen kannst. Also. Thank you.
daran denken, dass das ja auch das Lied ist, das ich damals beim ersten Lauschtauschen gespielt habe, bei dem du dabei warst. Und ich mich immer noch frage, wie der Titel ist. Einklang? Der Titel ist Reinseinklang. Reinseinklang. Weil ich, so wie ich halt Sprache auch verstehe und wie das sich für mich immer anfühlt, verbinden sich Wörter auch das gerne. Das ist sehr schön. Das ist ganz toll. Und dieses Frei und dieses Ei vom Ende von Frei ist am Anfang von Einssein. Und das Ende von Einssein ist auch wieder der Anfang von Einklang. Und so habe ich diese drei Wörter zusammengebastelt. Also Frei, Einssein, Frei, Einssein, Klang. Und Einklang. Das ist großartig. Dankeschön. Das werde ich noch lernen. Ja, und so. Und die Sprache ist ja so was Wichtiges. Das ja. ist einfach stimmt. Großartig. Freut mich, danke. Ja, ich verpacke einfach mit meiner Musik so, wie ich die Welt sehe, so wie ich sie auch sprachlich wahrnehme, sozusagen. Und ja, versuche dann da Ausdruck zu geben. Hallo, ja, macht euch so Platz und setzt euch so, wie ihr mögt. Da steht auch Tee, wenn ihr möchtet. Ja, wir haben was Besseres. Oh, was gibt's? Schön Punsch, ne? Wir bleiben jetzt noch für den zweiten. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Also ich finde es ganz toll. Monika, wie von dir. Ja, willkommen auch ihr nochmal. Ich bin Katrina Lee und ja, trage ein bisschen meiner Musik vor. Hatte das auch überlegt, dass das quasi wie so eine Vorstellung von mir ist, weil ich eben in erster Linie Philosophin, Entwicklungsbegleiterin, Kulturwissenschaftlerin bin und mich damit auseinandersetze, wie wir so zusammenleben, wie die Welt aus meinen Augen funktioniert und was wir brauchen, um hier klarzukommen und vielleicht auch uns näher zu kommen, uns selbst und auch anderen. Und ja, ich begleite Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, aber habe da auch ein eigenes Format geschaffen, das Lauschtauschen. Indem wir in einem Kreis zusammenkommen. Ich sitze auch mit den Teilnehmenden im Kreis zusammen und schaffe mit meinen Liedern einen Rahmen. Ich bringe eben dadurch Impulse, erzähle auch selber von mir und gebe zwischen den Liedern gerne immer wieder Raum, um sich darüber auszutauschen, was wir gerade gehört haben, was wir gefühlt und gedacht haben. Und ja, so auch ein neues Miteinander zu erleben sozusagen. Ja, und um das zu bewerben und bekannt zu machen, gebe ich jetzt eben Kennenlernkonzerte wie dieses hier und zeigt mich einfach und meine Musik, meine Philosophie. Und ja, ihr seid eingeladen zu lauschen und könnt auch gerne etwas dazu beitragen und was sagen in den Pausen oder schweigend genießen, das ist auch immer schön. Und ja, gebe auch gerne mir selber und euch auch den Raum, einfach die Sachen wirken zu lassen, ohne noch groß irgendwie verbal was dazu zu geben und mal zu schweigen und in Ruhe noch mal einen Schluck Wasser zu trinken, bevor ich weitermache. Ich bin ein bisschen wackelig, ich habe die letzten Tage einfach selber ein bisschen an mir arbeiten dürfen und viel durchgemacht und das wirkt noch so nach und ich habe gerade auch beim Lied gemerkt, dass es so ein bisschen wackelig war, nur mal so noch zu erklären. Ja, auch welches Lied, also meine Lieder habe ich alle selber geschrieben und welches Lied ich als nächstes spiele, hängt irgendwie auch vom Gefühl im Moment ab und von den Impulsen, die ich im Gespräch auch mitbekommen habe zum Beispiel. Ja. Na, gucken, da kommt noch was für euch. Schade, dass ich noch auf dem Zum Wohl. Zum Wohl.
Ja, und auch wenn ich in letzter Zeit einiges durchgemacht habe und es schwer war und ich manchmal auch verunsichert und fast auch verzweifelt war, geht es für mich auch immer wieder darum, trotzdem weiterzumachen und trotzdem dran zu bleiben und weiter an mich zu glauben, an meinen Weg und das, was ich tue. Und ja, das Wort Ja hat mir dabei auch sehr geholfen und davon handelt mein nächstes Lied. Also wenn wir da im Kreis so zusammensitzen und ich spiele und so, dass wir es so gewohnt sind, im normalen Konzertformat eben zu applaudieren und dass es aber gar nicht sein muss und dass jeder auch in erster Linie darauf hören soll, was ist gerade der Impuls, wie möchte ich es eigentlich gerade haben. Und ich finde, die Stille ist zwar einerseits nichts, aber gleichzeitig auch alles und enthält auch alles. Und auch darin kann ich eure Wertschätzung wahrnehmen und ja.
Aber nehmen auch den Applaus dann wahr, natürlich. Ich hatte ja ein sehr schwerbehindertes Kind. Und als er jung, als er klein war, also ich bin Pflegemutter, gewesen, eine Pflegemutter. Und wenn, als er klein war, konnte er Applaus überhaupt nicht ertragen. Und da waren wir bei einer Hochzeit eingeladen mit ganz vielen Vorführungen. Und das mochte er gerne sehen. Aber sobald geklatscht wurde, musste man schnell raus. Und dann habe ich gedacht, es wäre doch so eine schöne Geste, wenn wir uns winken würden. Ja, wenn du den Impuls spürst, winkst, dann freue ich mich auch drüber. Also im gehörlosen Format ist Klatschen auch das hier. Ah, ja. Weil manchmal denke ich, wenn ich so zu einem normalen Konzert gehe, ist das Klatschen vielleicht ein bisschen warm. Hallo. Ich kann an dem Klatschen auf jeden Fall hören, ob es ein Anstandsklatschen ist. Ich singe noch ein bisschen, ja. Überzeugend. Ja, macht gar nichts. Also, da ist auch noch eine andere Bank, da sind auch noch mehrere Sitzplätze. Oder wir nehmen da das Fell rüber, dass du dich hier hinsetzen kannst. Ja, wir können auch hier nebeneinander gleich. Ja, ja, ich hole nur was zum, als Unterlage. Genau, da ist Tee in der Kanne. Oh je. Tee, oh je. Tee, oh je. Oh, ist das. Ist genug Platz? Ja. Ein bisschen heiß, ich lasse mir ein bisschen stehen. Ne? Ja. Willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja. Ja, ich habe leider ein bisschen länger gebraucht. Ja. Ich bin ja noch da. Ja. Zwei Liedchen werde ich auf jeden Fall noch spielen. Ja, ich hatte mir überlegt, dass ich jetzt als nächstes mein ganz neues Lied spiele. Das aber auch vollkommen auf Englisch ist. Ist jemand ganz schwierig mit Englisch? Soll ich vorab schon mal ein bisschen was von dem Lied erzählen? Geht das? Ja, für dich ja. Bestimmt, ne? Ja. Also das Lied heißt Angel in Disguise. Das heißt quasi Engel im Tarnmodus. Engel im Tarnmodus. Im Tarnmodus. Tarnmodus. Der sich also noch versteckt. Und wie ich das sehe und wie ich das empfinde, ja, sind wir alle viel mehr, als wir wissen, als wir glauben. Bis hin zum Allerhöchsten, zum Allerheiligsten, dass wir in Wahrheit einen göttlichen Kern in uns tragen und alle Engel sind, die sich aber eben noch nicht so richtig raustrauen. Und ich habe das aus meiner Perspektive geschrieben und darüber, dass ich irgendwie noch warte auf den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort, an dem ich zum Vorschein bringen kann, was ich wirklich bin. Aber eigentlich gibt es immer nur eine Zeit und nur einen Ort. Und das ist hier und jetzt. Mhm. Und davon handelt Angel in Disguise. I'm an angel in disguise. Okay, da geht's schon los. Neues Lied, wie gesagt, nochmal. I'm an angel in now is the time to show.
Also damit könntest du bestimmt ein CDF auftreten. Von dir. Ich rufe nach zu heiß. Hm? Das geht. Okay. Ja. Ich glaube, einer der Lieblingssätze in diesem Lied für mich ist It is time to care for the loving everywhere. Also es ist Zeit, sich um das Lieben überall zu kümmern, um die Liebe überall. Ja, das Lieben, das Geliebtwerden überall. Ja, ist ja immer wieder, weiß ich nicht, gesellschaftlich, sozial konditioniert so aus dem Auge verlieren und doch dabei eigentlich das Allerwichtigste ist, dass wir unsere Liebe teilen, dass wir uns gegebene Liebe empfangen. Wie wohlig du das gerade gesagt hast, wie warm. Ja. Auch dann so liebevoll dem Tee gegenüber. Sehr schön. Schön. Aber noch, die Tasse ist noch richtig warm. Ja, tut gut, ne? Also ja. Ich hätte ja kalte Hände, du ja nicht, ne? Nein. Zwei Lieder, also ich spiele noch zwei Lieder dazu ein. Und zwar als nächstes auch noch eines der neueren Lieder. Zwar möchte ich da etwas mit euch und allen, die das jemals noch hören werden, etwas teilen, was mir sehr persönlich eigentlich ist. Und zwar ist das Wort Mahalin. Mhm. Mahalin ist ein philippinisches Wort, ich bin ja halb Philippiner, und bedeutet zum Lieben. Mhm. Zu lieben. Zu lieben, zu ja. Lieben, zum Lieben gemacht. Ja. Ja. Und das war eigentlich der Name, den mein Vater mir ursprünglich geben wollte, Mahalin. Und als er mir das vor gut einem Jahr erzählt hat, hat mich das so tief berührt, weil ich mich so von ihm gesehen und wahrgenommen gefühlt habe. Und ja, ich das so als meinen Herzensnamen erkannt habe, irgendwie in gewisser Weise, weil er mir das so auch erklärt hat. Das ist wie wenn du eine ganz besondere Pflanze hast, die ganz, ganz sensible Blüten hat und auf die du ganz besonders Acht geben musst. Also so dieses liebevolle sich um etwas kümmern, das bedeutet Mahalin. Mahalin. Mahalin, genau. Und ja, wie das aber bei mir immer so ist, ich kann die Dinge nicht nur für mich beanspruchen und für mich so sehen, sondern ich kann das immer nur auch gleich auf alle Menschen übertragen. Und davon handelt das Song Ich bin Mahalin. Mhm. Lange gesehnt und außen gesucht, was mich bewegt, was mir fehlt.
schön. Ja. Schwer. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich habe ganz schön gestrauchelt. Ja. Ich schreibe diese Sachen natürlich von Herzen. Das kommt auch wirklich aus meinem Innersten. Aber ich bin auch ein Mensch, der in dieser Welt aufgewachsen ist und manchmal auch daran zweifelt, an all diesen Dingen. Und wie gesagt, ich erlebe gerade persönlich einfach, ich erlebe eine Trennung, ich erlebe viel Umbruch und ja, merke einfach, wie das gerade so in mir arbeitet und da auch so ein Widerstreit in mir ist und da fast schon wie so ein Widerstand war, das jetzt wirklich alles zu sagen und wirklich so zu meinen und ich mich in Akkorden vergriffen habe und alles Mögliche. Ja, und so habt ihr gerade vielleicht auch ein bisschen den Kampf miterlebt, den ich gerade so einfach innerlich durchmache. Aber ich habe es geschafft. Ja, ich bin durchgekommen, auch wenn ich ein bisschen zittrig bin. Aber darum geht es. Der Weg. So's nennt man Lampenfieber. Wenn es nur das wäre. Dann wäre es leicht. Aber ja, ich mag das auch in gewisser Weise, manchmal diese starke Unsicherheit zu spüren oder diese Ängste. Weil das mich herausfordert, auch weiterzugehen und da durchzugehen. Und jetzt kann ich hier stehen und sagen, trotz allem, was ich gerade irgendwie mich vergriffen habe oder versungen habe oder was, ich habe es durchgeschafft und ich stehe jetzt hier und habe trotzdem das gute Gefühl, dass diese Botschaft auch irgendwie mit sich bringt und konnte es auch euch vermitteln. Und das ist das Allerwichtigste. Und der Weg zu uns selber und zu einem liebevollen Sein, der ist nicht leicht. Und da mache ich mir und euch auch nichts vor. Deswegen teile ich auch diese Empfindung gerne mit euch. Und wie gesagt, also das ist jetzt ein Kennenlernkonzert und eigentlich die Musik, die ich mache, mache ich in erster Linie, um mich dann auch mit Menschen darüber auszutauschen. Und dafür habe ich eben dieses neue Format, das Lauschtauschen, mir ausgedacht, das auch nächste Woche in Kiel mal wieder stattfindet. Hier in Eckernförde suche ich gerade noch nach einem Ort, an dem das gut machbar ist, wo ich einfach mit Menschen im Kreis zusammensitze, also da sitze ich dann auch mit euch und wir haben insgesamt ungefähr anderthalb Stunden Zeit und zwischen den Liedern auch bewusst immer wieder den Raum, darüber zu sprechen, ja, wie ich das jetzt gerade eben tue, wie geht es mir mit dem, was ich gerade eigentlich sage, wie fühlt sich das für mich an, wo ist es schwer, wo auch nicht und ja, wir da einfach in ein schönes Miteinander kommen, ihr was von mir erfahrt, ich was von euch erfahre und wir da, ja, auf eine andere Art auch miteinander wachsen und näher rücken. Und ja, gerne würde ich auch einen von euch da mal begrüßen wollen. Ich habe hier auch noch Flyer und Visitenkarten, die ihr gerne mitnehmen dürft. Ansonsten bin ich hier also vorerst mal jeden dritten Freitag des Monats hier um 15 Uhr und mache das hier. Schön. Ja, finde ich auch. Genau, so. Warm. Ich entscheide. Ja, schon mal da. Das ist aber sehr schön. Das ist aber herzlich. Dankeschön. Das ist ein bisschen. Ja. Danke. Noch jemand? Ja, komm mal her. Jetzt schön fest? Ja. Gut. Pass auf, das wird gleich heiß. Ja, ein bisschen. Ich bin auch mit weg, ne? Ja. Ja.
schreibe ich dir gleich gerne nochmal. Ich würde noch ein abschließendes Lied spielen. Ja, nee, wir müssen das machen. Muliusstraße 38. Das ist in der Nähe der Bergstraße. Das ist um die Ecke vielleicht. Genau. Ja. Wir haben nur einen Berg im Ziel, das ist leicht zu finden. Genau, ja. Genau. Abschließend spiele ich auch nochmal ein älteres Lied von mir. Das heißt Lieben, Leben. Und ja, passt auch irgendwie zu dem, was ich gerade gesungen habe, zu dem, was ich gerade gesagt habe und zu dem, was ich empfinde. Nimmst du alle mit, verteilst sie an deine Freunde. Ja. Raum für dich. Räume für dich. Die. Das ist ja schön. Vorsicht, die Kerze. Ach, da bin ich nah dran. Ja. Guck mal. Ja, und zwar das Lied Leben, Lieben, Leben habe ich damals geschrieben, als ich verliebt war und nichts draus geworden ist. Und ich habe gerade schon gesagt, ich mache gerade auch die Trennung durch. Und damals, als ich das geschrieben habe, ging es nämlich auch darum, dass wir Liebe gern mit romantischer Liebe assoziieren. Und das kann ich mir mitnehmen? Natürlich, alles. und ich damals schon dann auch die Erfahrung machen durfte, dass Liebe an sich ja noch was viel Größeres ist. Also es beinhaltet romantische Liebe und freundschaftliche Liebe und partnerschaftliche Liebe, aber Liebe an sich ist noch viel, viel größer. Und damals konnte ich dann dankbar dafür sein, das zu erfahren, auch in der Enttäuschung der romantischen Liebe. Und so ähnlich erlebe ich es jetzt auch wieder. Und deswegen passt das ganz gut als letztes Lied. Ja. Nimm dir gerne eine Tasse Tee und setz dich noch dazu für das letzte Lied. Komm her, ich nehme den Tisch. Das ist nett, danke. So schön, wie das hier so miteinander alles ist und hier gegenseitig reichen und Platz machen und toll. Guck, da ist noch jemand klein. Ja, also mal gucken, ob sie das. Okay, Musik jetzt. Ja. Jetzt Musik. Spitz die Ohren. Musik. Wir wohnen da nämlich, wir haben die Musik gehört. Jetzt müssen wir ja vorbei. Leben.
Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an dich. Für die sinnliche halbe Stunde. Danke. Ja. Sehr gerne. Warst du ein Engel? Ja. Mein ja, ist so. Nanu, ich lebe halt das, was ich singe. Ja. Schön, dass du das so, ja, dass das angekommen ist. Du fragst immer, oder du hast gefragt, wann du ein Engel sein kannst oder wann das kommt, die Zeit und so. Aber ich denke, das war es jetzt auch schon gerade. Vielleicht kriegt man das gar nicht selber mit, dass nur andere das wahrnehmen. Man sagt ja doch mal öfters, Mensch, du bist ja ein Engel. Ja, genau. Oder es muss ja ein Engel sein. Alle. Dass man das selber gar nicht mitbekommt. Ich glaube, du warst schon öfters ein Engel. Lieb von dir, danke. Ja. Ja, da hast du recht. Und dann ist es ja umso wertvoller, wenn jemand dann auch noch das ausdrückt, und ne, was er sieht. Mhm. Und danke von Herzen. Gerne. Kam auch von Herzen. Habe ich gefühlt.